Wir können tun lassen, was wir wollen. Wir werden sowieso nicht so gut ankommen wie der am Tag vor uns. Am Tag vor uns war Alexi Bexi dran. Oh. Herzlich willkommen. Habt ihr denn schon alle Geschenke? So, ich habe lustige Witze von Master Jam bekommen. Und ich denke mir, wenn die schon so lustig sind, dann lese ich sie doch meiner bezaubernden Frau vor. Ihr hattet gestern ja schon die volle Dröhnung Chuck Norris-Witze von Alexi Bexi. Ja, schon wieder Chuck Norris-Witze? Noch mehr Chuck Norris-Witze. Ah, oh, cool. Okay. Geht immer weiter. Chuck Norris kaufte sich vor kurzem GTA 5. Er tötete 45 Menschen, klaute 21 Autos und trieb es mit 15 Prostituierten. Danach startete er das Spiel. Jemand forderte mal von Chuck Norris, er sollte keine Roundhouse-Kicks mehr verteilen. Historiker sind sich einig, dass diese Forderung der größte Fehler der Menschheit war. Warum? Chuck Norris ist so hart. Wenn er den Schleudersitz betätigt, wird nicht er, sondern das Flugzeug weggeschleudert. Chuck Norris geht jede Woche Blut spenden. Dafür benötigt er jedoch einen Eimer und eine Pistole. Chuck Norris brachte seinem Vater das Rasieren bei. Sie lacht! Einer war noch dabei, der war okay. Chuck Norris ist 1945 geboren worden. Einen Tag bevor die Nazis sich ergeben haben. Zufall? Ich glaube kaum. Chuck Norris und Superman hatten mal eine Wette. Der Verlierer musste seitdem seine Unterhose über der Hose tragen. Hey, wie heißt die Tochter von Chuck Norris? Jacqueline! Chuck Norris hat einmal mit nur 2 Schüssen 87 Terroristen getötet. Der erste Schuss war ein Warnschuss. Chuck Norris braucht beim Fußballspielen nicht den Ball ins Tor zu schießen. Er verpasst dem Tor einen Roundhouse-Kick und schießt somit das Tor in den Ball. Niemand beschwert sich. Das werden wir... Du hast ja mal... Ja, also Master Chan hat ja mal die ganz, ganz miesen angedreht. Vielleicht, weil du ihn... Vielleicht solltest du ihn nicht mehr schlagen. Wenn ich den erwische, den mache ich so fertig!